Damit herzlich willkommen zu einem neuen LP meinerseits und zu Super Smash Bros. Melee, Freunde. Ja, ihr habt's richtig gesehen und ja. Was soll ich dazu großartig sagen? Ich habe alle Charaktere schon. Und ich habe es offscreen gemacht. Ich habe das Spiel eigentlich. Ich spiele das Spiel blind eigentlich. Okay, der Einzelmodus ist nur noch blind. Und was ist noch blind? Ich glaube, die Events sind blind noch. Ja. Wie fangen wir an? Natürlich klassisch und im klassischen Modus, Freunde. Und ja, ich weiß jetzt nicht, mit welchem Charakter ich am besten spiele. Ich habe mit jedem Charakter gespielt. Ich habe die zwei Charaktere hier ercheatet, weil Mewtwo ging halt hier auf diesem Emulator nicht, weil ich müsste dafür sehr viel machen. Und ja, ich versuche gleich mal mit Mewtwo zu spielen, weil ihr würdet ihn gerne feiern. Und ich bin leider nicht so gut, deswegen spiele ich auf normal. Okay. So, im klassischen Modus, Bitches. Bowser. So. Mal schauen, ich bin leider nicht so gut. Alter, Mewtwo ist ja richtig geil eigentlich. So, okay, komm her. Bamster-Dammer-Dams, verpiss dich, du kleiner Wichser. Nein, was machst du denn da? Bams, Alter, der ist doch schon ziemlich cool. Der erinnert mich schon ein bisschen an Lucario, würde ich sagen. Bam! Och, scheiße. Doch, der ist ziemlich cool. Und wie findet ihr das, dass er, dass Mewtwo einen Auftritt in, es muss Super Smash Bros. Super Smash Bros. U und Super Smash Bros. 3DS hat. Als DLC so gesehen, weil man beide Versionen hat. Versus Team Peach, ja. Voll geleckt. Aber ich kann dafür nichts, Freunde. So, Mewtwo ist ziemlich cool eigentlich, aber so gut bin ich jetzt mit denen nicht, würde ich sagen. Ich wollte einfach mal mit denen spielen und Mewtwo ist eigentlich einer meiner Lieblings-Pokémon. Einer meiner Lieblings-Pokémon. So, wo bin ich? Achso, hier. Ja, natürlich, Mewtwo kann man schwer verfehlen. So. Dips. Hier in diesem Spiel gab es nämlich auch Kombos. Da konnten die Gegner nichts tun, wenn man die Kombos gemacht hat. So, was machst du? Ja, komm her. Verpiss dich. Komm her. Hau ab. Komm her. Ich mag dieses Stage nicht, weil die ist eigentlich ziemlich groß und. Bei der kann man sich sehr schnell verirren, Freunde. Sag geil. So, Achso, Fox. Scheiße, das ist mein Kumpel, glaube ich. Peach ist einigermaßen noch gut drauf und ich habe hier jetzt erstmal nach oben gebankt. Muss ich sie selber besiegen. Aber ich habe es geschafft, kein Problem. Bams. Ja, richtig geil, wie eine Schurike geworfen. Break the targets. So, das mache ich natürlich auch mit jedem Charakter. Jeder hat nämlich ein unterschiedliches hier. Ja, okay, das habe ich gleich verkackt. Egal. Im Break the Targets Modus machen wir das dann schon noch. Und da sehen wir auch wirklich jedes Detail dazu. Also, wie auch, dass wir es schaffen. Wir müssen das ja noch schaffen, natürlich. Nochmal, piss dich, du Penner. Ach du Penner, komm her. Komm her, Junge. Du Penner. Alter, was soll die Kacke? Komm her. Scheiße, der ist ziemlich gut, der Falco. Aber ich kann auch sein, dass ich diese Stage einfach nur nicht kann. Scheiße. Bitch, lass mich in Ruhe. Bam. Scheiße, ich bin runtergeflogen. Was? Hab ich gar nicht mitbekommen. Bam. Flieg weg. Gut. Ich habe zwar ein Leben jetzt verloren, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ihr seht die ganzen Bonis, die wir auch hier bekommen. Guy and Yoshi. So, jetzt zu meinem Team gegen Guy and Yoshi. So. Komm, verpiss dich. Bams. Scheiße, man. Komm schon, Alter, was soll die Scheiße, Junge? Bam! Yoshi's Island. Oder ist es Yoshi's Story? Kommt mir so bekannt vor, irgendwie, wie Yoshi's Story. Doch, das ist eine Yoshi's Story-Musik, glaube ich. Doch, doch, das kommt mir so bekannt vor. Ich weiß nicht, Yoshi's Story habe ich zwar gespielt, aber ich
kann mich auch nicht mehr so gut erinnern daran. So, bin ich tot? Nee. Ja, doch, ich bin hier unten. Tot nicht, aber ich meine, ich bin da unten. So, Leute, ich kenne Classic Mode schon ziemlich lange, aber es gibt immer wieder neue Aufgaben, deswegen ist es nicht so schlimm. Man muss da sowieso nur kämpfen. Och, scheiße. Nein. Ich krieg keine Trophäe, man muss hier Trophäen... Och, mein Gott. Nichts geschafft, aber ich habe, glaube ich, schon alle Trophäen. Die habe ich nämlich auch ercheatet. Ja, ich werde sie euch im letzten Part dann zeigen. So, döbe. Nein. Nein, komm her. Du Penner, du kleiner Penner, ich gebe dir eine in die Schelle. Verpiss dich doch da, Mario. Da gibt's ja auch in den neuen Smash Bros. Teilen. Mann, scheiß Viech. Ich wünsche, ich könnte gut mit Mewtwo umgehen, aber ich habe den noch nie gespielt. Ja, wo ist der Typ? Was? Der ist unsichtbar. Was, ein Penner? Ist das ein Lappen? Der ist runtergeflogen. Was ein Lappen. Team Pummelhof. Okay, das wird spannend. Wobei, ist nicht mal so schwer, glaube ich. Ja, warum sind die jetzt so schwer zu besiegen? Ach so, weil wir normal aufgemacht haben, oder was? Verpisst euch jetzt mal. Ihr müsst eigentlich jetzt schon sterben, aber die sind noch schwieriger hier. Das ist krass. Die sind noch schwerer rauszufliegen. So, gut. Haben wir schon mal zwei getötet. Bam! Scheiße! Verdammt! Bam! Alter, stirb doch mal, du Motherfucker! Bams! Komm her! Bam! So! Alter, der Typ, der musste ja nicht mal anfassen, dieses... Wie geil! So, wie geil ist das denn, Alter? Schaut euch mal Mewtwo an! So, komm. Alter, Mewtwo macht das mit dieser Psychokinese, glaube ich, oder? Kann das? Weil der berührt die Dinger gar nicht mal und kann die tragen. Das ist sau lustig. So, hier ist es ein bisschen anders als in Smash Bros. 64 zum Beispiel. Und zwar gibt es hier keine bestimmte, kein bestimmtes Exit. Die Tür ist alles eigentlich ein Ziel. Aber... ihr könnt, wie ihr wollt, machen. Und zwar ist das so eine Aufgabe, dass man sich selber so stellt und sagt, ja, ich bin bis da und dahin gekommen, nächstes Mal schaffe ich das besser. Hier gibt es kein richtiges Ziel. Ihr könnt in jedes Ziel reingehen, also in jede Tür einfach, wo ihr denkt, ich will wenigstens ins Ziel kommen. Wir schaffen es gar nicht mehr bis zur nächsten Tür. Dann könnt ihr so machen, dann habt ihr es komplett. Und je nachdem bekommt ihr halt mehr Punkte und so weiter. Ja, ein richtiges Gehe zum Ausgang gibt es hier leider nicht. Und so, das ist der letzte Fight bevor der Final Endboss. Und jeder weiß den Final Endboss. Er war immer so derselbe bis jetzt. So, das ist Luigi. Okay. War verpasst das. Mann, du Penner. Tschüss. Du Penner. Nein, soll die Kacke. Bitte nicht. Alter, verpiss dich jetzt. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Nope, nope, nein. Okay. Das ist Metal Luigi, der ist schwierig. Und ich kann mit Mewtwo nicht so gut umgehen, das gebe ich auch zu. Damit die Leute das Bescheid wissen. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tut mir leid, Freunde. Tut mir leid an Mewtwo-Fans. Ich bin ziemlich schlecht. Ich dachte am Anfang, das wäre nur Mario. Aber jetzt sehe ich schon, dass es Luigi ist. Und Luigi ist eigentlich nicht mal so schwer eigentlich, aber... ich bin einfach schlecht mit Mewtwo. Also ich bin nicht so übertrieben gut in diesem Spiel. Allgemein einfach nicht.
Doch, mal piss dich jetzt mal. Mann, jetzt zum Aufschluss, Spammer, du Wichser. Scheiße, der tötet mich, Alter. Das ist viel zu gut, man. Ich habe auch immer auf Very Easy gespielt, deswegen. Aber weil ich auch einfach zu schlecht dafür bin. Bam! Komm, Junge! Bams! Scheiße, scheiße, komm her! Komm jetzt her, Junge! Komm, verpiss dich! Mann, tschüss! Bam! Mann, jetzt hör mal auf zu spammen, du Wichser! So, hier, genau. Ach, scheiße, man. Ich sterbe hier gegen den. Der ist viel zu stark, Junge. Na gut. Ja, der ist tot. Super, Alter. Ich dachte schon, ich könnte hier richtig krepieren und gar nicht mal zu den Endboss kommen. Oh, der hat sogar noch mehr KP als in Very Easy. Ja, 300 KP, man. Okay, das ist dann schon schwieriger. Auf jeden Fall hat er schon mal mehr Leben. Das muss man ihn lassen. So, komm. Ich hätte gar nicht erst mit Mewtwo spielen sollen. Da bleibe ich halt bei meinen Charakteren. Und sonst spiele ich lieber mit Roy oder sowas. Oder halt mit Ding. Mit Young Link. Oder nee, mit Fox habe ich, glaube ich, gespielt. Stimmt, mit Fox, weil Fox ist hier ziemlich geil. Ist ja auch so geil in Smash Bros. 3, der ist, weil das weiß ich nicht. Der ist einigermaßen ziemlich geil sogar. Der ist, glaube ich, sogar ganz oben in der Tierliste, kann das? Aber nicht nur wegen des habe ich den genommen, weil einfach, weil er so schnell ist. Der ist cool. Nein, scheiße. Aber ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte abgezockt. Deswegen passt das schon. Okay. Nein, nein, du tötest mich nicht. Du Penner. So. Nein, nein, nein. Okay, der trifft mich wenigstens nicht. Das ist sehr schön. Scheiße. Hätte ich ja viel Leben. So, ich schütze mich und jetzt töten wir ihn. Perfekt. So, jetzt hätten wir es geschafft. Kein Problem. Null Problemo. Kein Problem wirklich, das, den Master zu besiegen. Aber das sollte ja auch nie das Problem sein, sondern nur Master Core in der 3DS-Version zum Beispiel. Oder in der Wii U-Version. Die sind halt die schwierigsten Endgegner. Classic Meister, geil. Ach ja. Warte, was mache ich denn? Gut, wir wollen die Credits ja sehen. So, wir können den nämlich auch abschießen, damit du Bescheid wirst. Das ist ziemlich cool, wie in Smash Bros. Das gemacht wurde. So. Und was soll ich dazu sagen? Meine Meinung ist immer noch gleich. Klassisch-Modus ist ein normaler Klassisch-Modus einfach. Und ich kann nichts dazu sagen. Der ist ja auch nicht verändert worden, also von daher. Trotzdem coole Sache halt, weil es halt dazu gehört. Aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Zum Adventure-Mode gibt es dann wahrscheinlich noch mehr zu sagen. Weil er halt anders ist. Die meisten kennen den Adventure-Mode wahrscheinlich schon. Und freuen sich, wenn dann schon, auf den Adventure-Modus. So, hier sehen wir auch, welche Leute wo mitgearbeitet haben. Seht ihr nämlich hier Supervisor und so weiter. Okay. Scheiße, man, ich sehe nichts. Shigeru Miyamoto, genau. Corrected Design von Mario und so weiter. So. Schieß mal Nintendo ab. Ja, genau, das ist das. A Laboratory, genau. Ziemlich cool und 65 Hits. Das ist sehr geil. Ja, Fraps hat seine Tage jetzt gerade. So, das war's für diesen Part und im nächsten Part geht's weiter mit dem Adventure-Modus. Und ja, was soll ich dazu großartig noch sagen? Haut rein, ciao, bis zum nächsten Part von Super Smash Bros. Melee.